Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder reinschaut. In diesem kurzen Video möchte ich euch mal wieder was aus der Outdoor-Küche vorstellen. Habe euch ja schon einiges vorgestellt und da gibt es von der Preisgrenze nach oben, wenn man in Titan geht, fast keine Grenze, was man ausgeben kann. Hier, was ich euch zeige, die Feldflasche mit dem Kochgeschirr aus Edelstahl, das ist in meinen Augen das ideale Einsteigermodell, egal ob man jetzt Buschkrafter ist, ob man auf Wanderung geht, ja, oder ob man auf die Jagd geht. Das Ding ist in meinen Augen das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, die Kombination ist eigentlich ziemlich genau der Feldflasche der US-Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg nachempfunden. Wird geliefert in einer ISO-Hülle, das heißt, hält Getränke auch ein bisschen länger warm oder kühl. Man kann das übrigens auch mit warmem Wasser mit der Hülle in den Schlafsack nehmen, wenn man im Winter zelten geht, hat sich sehr bewährt. Ja, und aufnehmen tut es einmal und das ist das Ideale hier, den Becher, ja, der passt eben hier genau, Millimeter genau rein, sodass man platzsparend arbeiten kann. Ja. Besteht zum einen hier aus der Feldflasche mit einem ganz normalen Schraubverschluss, ist mit der Kette gesichert, dass der Deckel nicht verloren geht und dann eben perfekt hat man hier auch gleich seinen Becher dazu, ja, mit dem man hier erstens mal natürlich Kaffee kochen kann, Tee und sonstige Dinge oder auch eine kleine Mahlzeit warm machen. Ja. Was sehr gut ist, weil an den Dingern habe ich mir auch schon oft die Finger verbrannt, das ist hier dieser Griff, den man ausklappen kann, ja, und der wird dann hier hinten gesichert und dann kann man das Ding halten, ohne dass es am Griff heiß wird und kann somit auch mit einem Abstand, ja, zum Feuer hantieren. Ja, und jetzt würde ich sagen, kochen wir uns einfach mal einen Kaffee mit dem Ding und dann seht ihr, wie das so sich im Gebrauch darstellt. Los geht's!
was nicht mitgeliefert wird, was aber sehr praktisch ist und optional auch im Internet zu bekommen ist, das ist ein passender Deckel dazu. Ja. Damit kocht das Wasser erstens schneller und zweitens, wenn man draußen ist hier von der Höhlendecke, da fällt so einiges an Krabbeltier. Ist zwar eiweißhaltig, aber muss nicht unbedingt im Kaffee oder im Essen landen. Ja, die gute Nachricht ist, der Deckel, der passt hier auch noch mit rein. Ja. Und die Feldflasche lässt sich trotzdem noch verschließen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Bis zum nächsten Mal, euer Hans. Ciao.